eine Statistik gelesen, dass im Handball in diesen 60 Minuten Spielzeit ein Trainer über 100 Entscheidungen zu treffen hat. Also das ist eine wahnsinnig hohe Dichte an Entscheidungen, die man treffen muss, ja. Und das in jedem Spiel. Und deswegen ist es gut, dass ich da ein Trainerteam habe, mit Co-Trainer, Torhüter-Trainer, jemand dabei, der noch die Statistik parallel führt, wo man auch immer einen Blick dann drauf werfen kann, wo mich dann auch unterstützt bei gewissen Entscheidungen, dass man auch so eine Grundlage hat und nicht nur aus dem Bauch oder aus dem Gefühl raus entscheidet oder aus der Emotion raus. Und ja, das ist sicherlich besser geworden, aber es wird immer wieder Fehlentscheidungen geben, die man trifft. Und bei dieser Statistik habe ich dann gelesen, ja, wenn man so bei 60-70% eine gute Entscheidung ist, dann hat man ein gutes Spiel gemacht. Aber dann bewegen wir immer uns noch bei 20-30%, die man falsch trifft. Und da kommt es dann drauf an, was ist bei den 20-30% falsch? Und da gibt es in jedem Spiel, wenn ich es mir danach nochmal anschaue, Dinge, wo ich denke, ja, die hätte es so oder so machen können.